Hallo und willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Osiris New Dawn. Ja, ich habe mich mal mit der Karte etwas näher beschäftigt und wir werden uns mal eine zweite Habitatstation vornehmen. Wir waren ja das letzte Mal da oben, haben da auch so einen Rover gefunden, dann haben wir ein bisschen da hinten erkundet, waren auch schon in der Höhle. Und nach meinem, sage ich mal, technischen Verständnis einer Karte müssten wir uns grob Richtung Ost-Südost halten. Und dann müssten wir auf ein zweites Basiscamp stoßen und vielleicht finden wir dort ein paar Ressourcen, die wir brauchen. Wir brauchen diverse Barren, zum Beispiel Bronze, als auch noch einen anderen Barren, weiß ich jetzt gar nicht, was es genau war. Müsste ich erstmal nachschauen. auf alle Fälle brauchen wir das, um den Schmelzofen herzustellen, denn ohne den Schmelzofen geht es momentan nicht wirklich weiter und da müssen wir eben ein bisschen uns ranhalten, dass wir da ja, das erreichen, ne? Ansonsten, ja, es stehen natürlich auch wieder Ausflüge in Höhlen. Ich habe mich, wie gesagt, mit der Karte beschäftigt, habe dabei gefunden, dass wir sehr schöne andere Höhlen hier auch haben. Das ist mir ja eigentlich so schon bekannt, aber es sind doch mehr, als ich gedacht hätte. Und da müssen wir uns auf alle Fälle da halt damit beschäftigen. Wenn wir den Schmelzofen haben, werde ich auf alle Fälle den Buggy, den wir das letzte Mal zerlegt haben, für die Teile, weil ich dachte, wir kriegen da bestimmt was Schönes raus, werden wir auf alle Fälle uns den Buggy aufbauen, dass wir hier schneller unterwegs sind. Das ist so erstmal der grobe Plan. So, Starvation. Das heißt, da müssen wir was essen. Und wir haben nichts dabei, oder? Das war nichts zum Essen, oder? Das bringt minus 2 Leben. Das ist natürlich nicht so toll. Halt, was habe ich jetzt gemacht? Gib das her. Gib das sofort wieder her. Komm, iss mal was hier. Nutritional balance achieved. Ja, sehr schön. So, machen wir das noch. Okay, unsere Gesundheit ist arg im Argen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich nehme mal so eins. Ja, wunderbar. Okay, ich schaue mal ganz kurz auf die Karte, dass wir hier nicht abdriften unnötigerweise. Ich muss mal ganz kurz schauen. Was ist das für ein Kürzel? Mit E können wir das machen. Okay. Also wir sollten jetzt hier, sollte unsere Basis sein, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und dann müssen wir noch ein Stück, ja, Richtung Nordosten. Eigentlich mehr so dahin. Okay, dann machen wir das so. Was ist das hier? Schönes Titanium 6er. Ich glaube, das können wir nicht abhauen. Unser gutes Gerät, genau, hat, glaube ich, plus bis 5 oder so. Okay, es geht los. Also Richtung Nordosten. Steine brauchen wir erstmal keine. Wobei man ja aus dem hier auch was anderes rausbekommt. Nicht bloß unbedingt Steine. Seht ihr? Kupfer. Sehr schön. Ja, ich nehme das mal mit hier. Na, nimm's doch mal bitte. Oh. Wir haben Besuch. Also Nordosten, ungefähr die Richtung. Ich gehe einfach mal hier lang, damit wir nicht über den Hügel unnötig Kraft verschwenden. Und da ist es auch schon. Sehr gut. Ja, da machen wir eine schnelle Loot-Runde. Ich würde sagen, wir schauen uns die Kisten an. Metall brauche ich jetzt erstmal so nicht. Und ich hoffe, dass wir hier den einen oder anderen glücklichen Barren noch finden, der uns etwas bringt. Das war ja gerade mal nichts. Okay. Dann einmal das Gerät hier in die Hand und wir machen erstmal den Weg hier ein bisschen frei. So. Ja, ich weiß, ich hatte gerade gesagt, wir kräften nichts groß weg, aber ich mag es trotzdem, wenn der Weg ein bisschen frei ist, dass wir dann hantieren können. So, das noch weg. Und dann ist es das Aluminiumgabel, ist sehr schön. Seht ihr? Und ich hoffe, dass wir jetzt, okay, das ist schon mal nicht unbedingt das, was wir brauchen. Das ist sehr gut. Gut, kann man alles mitnehmen. Ja, ich bräuchte trotzdem mal den einen oder anderen schönen Barren. Was ist denn das Schönes? Ein Radarscanner, okay. Aber ich glaube, da hat man schon mal einen. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Eine Waffe, Munition, nochmal Munition und Klebeband. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier noch?
Kaputte Container. Ja, ich habe auch ein paar Container mitgenommen, falls wir hier mal wieder eine schöne Quelle oder irgendwas sehen, hier eine Geysir, dass wir da uns einfach was mitnehmen können. Wenn wir dann die Chemiestation haben, brauchen wir sowieso jede Menge Zeug und dann ist das auch wertvoll. So, was haben wir hier drin? Die Batterie. Ich glaube, dann wird wohl der Ausflug in die Höhlen nicht ausbleiben, denn in den Höhlen haben wir ja auch Kisten und in denen ist immer manchmal richtig was Gutes drin. Ne? Leider muss ich das jetzt so sagen. Na gut, dann ist das so. Ne? Vielleicht haben wir noch was hier, was Schönes. Aber ich meine, das ist ja auch nicht schlecht, was wir hier finden. Aber wie gesagt, ein paar Barren wären nett gewesen. Ein paar seltene Barren. Dass ich zumindest die Chemiestation machen kann, dann ist mir das ja mehr oder weniger eigentlich egal. Aber haben wir nicht. Ja, ist vielleicht auch eine Frage, ob man sich das vielleicht später mal wieder aufbaut hier. Allgemein würde ich die ja nicht wirklich alles total wegkräften, sondern nur ein Stück. Okay, die Basis hätten wir gefunden. Ich schaue hier nochmal drauf. Mit E sollte sich das öffnen. Mit E öffnet es sich nicht. GPS sollte auch mit E zu öffnen sein. Macht das nicht. Gut, dann ist das so. Also hier sind wir jetzt gewesen. Das Fahrzeug liegt hier drüben. So würde ich das jetzt mal deuten. Da ist es auch schon. Na, also mit der Karte, das ist super. Ich habe das vorher nie so beachtet mit der Karte. Da bin ich ganz ehrlich. Linke Maustaste soll wasch. Ich tue es erstmal wegmachen. Ich weiß noch nicht, ob wir hier immer alles wieder aufbauen können. Aber ich gehe mal davon aus, wenn wir dann... halt. Beginn Repairs, Dismantle. Dismantle ist G. Machen wir doch. G. Brass. Wir haben Brass und Duralium. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Build and Craft. Das müsste es gewesen sein, denke ich mal. Brass haben wir. Ne, ich brauche noch Bronze. Bronze brauche ich noch. Seht ihr? Und deswegen muss ich das... So leid es mir tut, muss ich das abbauen. Das ist Gummi, das brauchen wir nicht. Nicht so dringend. Ja, es ist halt blöd, ne? Aber was willst du machen? Brass, nochmal Brass, sehr gut. Also, was ist gleich hier? ja, das falsche Gold, Messing-Batzen. Ja, so, das machen wir mit G. Kommt noch mal was rum. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das bauen wir alles wieder auf. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich brauche erstmal den Schmelzofen. Der ist eben das A und O. So, jetzt muss ich schauen, wo finden wir das nächste? Ich schaue hier auf die Karte. Verstehe nicht, warum das nicht mit G geht. Das sind alles hier Fundorte für Mineralien, undefinierte. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche eben, wie gesagt, was ist das Schönes? Metallisches Objekt. Oha, da fällt mir natürlich was ein bei metallischen Objekten. Ne? Da könnte man... Ja. Okay, also hier oben im Norden ist erstmal... Hier hätten wir noch einen Höhleneingang, der wäre auch interessant. Epsilon-Mine. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal war. Würde ich sagen, wir versuchen mal unser Glück in der Mine. Ob wir dort ein paar Kisten finden. Und da würde ich sagen, das ist Nordwesten. Da müsste man auf den Kurs richtig sein. Na? Wie sieht es bei uns mit Trinken aus? Das ist okay. Mal einen Blick hier in den umliegenden Bereich geworfen. Ja, es gibt ja hier auch so eine Art, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der alten Version wird, ob das jetzt neu wird, das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Gummibäume. Wir haben da ja, können wir das mit einem Fünfer? Nee, reicht nicht aus. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wenn wir das so machen. Nee. Wir hatten... Nee, das haben wir nicht. Gut, dann ist das so. Auch nicht. Früher, entweder gab es früher Bäume, Gummi von die Bäume oder es gibt jetzt Gummi von die Bäume. Ich weiß es nicht genau, wir werden es aber rausfinden. Im Moment brauche ich es nicht. Was haben wir hier für ein Geysir? Oxygen. Weißt du was, ich nehme... Wenn ich die schon dabei habe, die Geräte hier, dann nehme ich da auch nochmal was mit... So, einmal darauf, einmal F.
Wunderbar. Oh wow. Bist denn du? Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das Fleisch rauskriegen. Das war's nicht. Okay, der ist schon fertig. Dann nehmen wir mal das andere Messer. Ja, hier gibt's Fleisch. Sehr gut. Da können wir es nämlich dann im Ofen so kleine Knispits machen. Das ist auch was Nettes. So, das tue ich mal hier zurück. Hm. Haben wir noch Platz? Jo, haben wir noch. Gerade so. Okay, also einen Barren haben wir auf alle Fälle schon mal erfüllt. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen in die Höhle. Nordosten. Müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen hier abbiegen. Ich schaue nochmal auf die Karte, dass wir da richtig sind. Oh, oh, wir sind ganz schön abgekommen. Wir müssen jetzt ganz stark Richtung Osten. Richtung Westen, Entschuldigung. Richtung Westen. Ja, und dann sollten wir irgendwann den Eingang haben. Und ich, wie gesagt, in manchen Höhlen war ich schon drin. Auch damals, wo ich es einfach mal angespielt habe. Ich habe das Spiel ja nun schon eine ganze Weile. Intensiv habe ich es nie gespielt. Das merkt man vielleicht auch, dass manches ich nicht weiß. Oder, ja. Aber ich wollte ja auch nicht zu viel. Ich will ja auch, dass wir ein bisschen da Spaß dran haben, es gemeinsam vielleicht zu entdecken. Wer mit dabei ist. Und dann ist es so. So, dann nehmen wir das auch noch mit. Haben wir auch noch Kupfer. So, okay. Richtung Westen, jawohl. Da ist er. Da ist der Eingang. Da hinten ist ein Geysir. Das könnte vielleicht Schwefel sein oder irgendwas anderes. Wir schauen mal, was das hier ist. Nochmal Kupfer brauchen wir jetzt nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir rüsten das hier aus. Ich mache die Lampe an und wir gehen rein. Sehr gute Bodenplatte hier. Okay, einmal mit F. Und es wird bestimmt etliches an Viehzeug hier wiederum räuchen und fleuchen. Und wie gesagt, die sind ja teilweise sind die ja richtig lang, die... was ist das? Lithium. Lithium, da können wir mit Lithium zum Beispiel und ein paar anderen Sachen ein bisschen Schrott und ich glaube ein bisschen Stoff, können wir uns solche Leuchteinheiten machen, dass wir uns hier unten nicht verirren. Ne? Ich möchte aber jetzt auch nicht hier ewig weit gehen, ich möchte eigentlich nur ein paar Kisten finden. Es gibt nämlich hier Eingänge, da hat man gleich am Anfang schöne Kisten, aber das sind die alle nicht, wo ich bis jetzt glaube ich reingegangen bin. Das waren immer die falschen Minen. Oder das wurde mal geändert, dass das mal rausgepatcht wurde, weil man halt auch in den Minen richtig viel immer gefunden hat. Na, und es soll ja mit der Zeit auch alles wieder nachspawnen, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Hier müsste Quecksilber sein. Ne, Lithium. Okay, Lithium nehmen wir ein bisschen mit. Wie gesagt, wenn ich mich dafür entscheide, mal so ein paar Beacons zu bauen, was durchaus Sinn macht. Mercury bräuchte man eigentlich nicht, da haben wir genug. Aber wenn wir schon da sind, nehmen wir es einfach mit. So, das ist auch Mercury. Was haben wir hier? Ja, man kann sich nämlich hier ganz schnell drin verfransen. Und was ist das Schönes? Gar nichts. Gold? Na, ich weiß nicht, wie das mit Gold ist. Wir nehmen einfach mal was mit. Manchmal braucht man genau das, was man dann wieder mal nicht hat. Wir haben zwar jetzt schon eine ganze Menge Gold. Aber dann ist auch nicht so schlimm, sage ich mal. So, das ist alles. Lithium? Mercury, genau. Hier ist Lithium. Ich nehme noch ein bisschen Lithium mit. Wie gesagt, dann machen wir uns so ein paar Leuchteinheiten. Was ist denn das hier? Kobalt? Kriegt man nicht. Gold brauche ich jetzt auch nicht. Kobalt, Kobalt, Kobalt. So, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich glaube von hier, ne? Das war das. Und hier drüben müsste auch sowas sein, genau. Dann geht es jetzt hier weiter. Mhm, da haben wir schon Viehzeug. Na gut, schauen wir einfach mal. Zwei. Das sind Kisten. Ah.
Ja. Kriegt man hier noch was raus? Nehmen wir das hier. Ja, man muss auch immer auf die Extremitäten und so hauen. Da kommt nämlich manchmal auch noch was raus. Manchmal ist es irgendwie putzig, aber dann ist das so. Okay, gut, hier haben wir Kisten. Sehr gut, es geht los. Ich hoffe, dass wir hier was Richtiges drin haben. Diamanten, dann Zink ist nicht schlecht. Kobalt und Eisen, sehr schön. Barren bitte. Ich brauche ein paar Barren bitte. So. Wo geht's hier lang? Da geht's dann weiter. Okay. Ja, die Batterie, das ist nämlich auch so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber irgendwann ist sie nämlich auch alle. Und wenn man dann gerade hier in der dunklen Höhle ist, ist das absolut kontraproduktiv. Warum fallen wir hier durchs Geländer? Sehr schön. Wow. Okay, da soll man nicht rangehen. Habe ich verstanden. Ich würde es zumindest mal so deuten. Dann gehen wir hier weiter. So, einmal links, einmal rechts. Kaktoiden. Oh, ich glaube, wir sind voll, ne? Dann bräuchte ich hier eigentlich auch nicht weitergehen. Da müssen wir nämlich erst entladen. Okay, dann hoffe ich, wir finden jetzt den Weg zurück. Haha. Das haben wir wohl gerade, glaube ich, weggemacht. Und da sind wir lang gekommen. Okay. Gut, dann zurück zum Ausgang und ja, eine Kiste, hammerhart, eine Kiste. Dann, was ist denn hier für eine Barriere? Hm. Ich glaube, wir müssen geradeaus, ne? Ja. Ja, dann heißt es zurück zur Basis entladen. Und schauen wir mal, was wir gefunden haben. Aber wir brauchen immer noch dieses Duralynium oder wie das heißt. Kraft, Kraft, Kraft. Nee, Quatsch. Hier. Ja, das sind die Dinger, genau. aber ich kann hier nichts. Ich könnte hier ein Dings machen. Okay, also ich komme gerade hier nicht rein. Warum auch immer, kann ich es hier unterirdisch nicht sehen. Wer weiß. Jedenfalls brauchen wir so einen Batzen von dem Bras. Das haben wir, also sprich Messing. Und dann das andere noch. Da ist die Tür. Okay, war hier noch irgendwas? Hat man die schon? Ja, die hat man schon. Ja, wie gesagt, ich hatte früher Höhlen gefunden, die waren meines Erachtens schöner. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, wir schauen mal auf die Karte. Wir müssen jetzt ne, etwas süd, leicht süd-südost. Süd-südost, süd-südost. Das wäre die richtige Richtung. Sehr schön. Ja, also das mit den Tag-Nacht-Wechsel, das geht ja auch ziemlich schnell. Also um 7 oder so. Ich weiß ja nicht, was das mit den Zeiten, also ich denke mal, dass das schon Nacht ist. Aber unser Tag beginnt eben auch um 3. Das sind also 5 Stunden Tageslicht. Ja, das läuft ja wie so, ne? So, Süd, Südost. Ich schau mal, ob wir auf Kurs sind. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir kommen genau drauf rauf. Sehr schön. Was ist das hier? Molybden. Oh, Molybden ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das hat man an anderer Stelle auch gefunden. Ja. Dann werden wir uns mal in Richtung Süden verschlagen und ich hoffe, dass wir dann in den südlichen Regionen dort andere Sachen finden. Und eigentlich reicht es schon zu, wenn man in die Höhle reingeht. Sind wir jetzt so weit vom Kurs abgekommen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sind wir? Wir sind hier. Doch, wir sind abgekommen. Unsere Basis müsste das hier sein. Mhm. Podkapsel und das ist unsere Basis daneben.
Pod Stage 1, 2. Na gut, dann Richtung Westen, hier den Weg runter und dann müssten wir eigentlich auch schon da sein. Sind wir ein bisschen abgekommen, kein Problem. Hätten wir uns mehr südlich halten können, aber auch nicht so schlimm. Was ist das hier? Oh, das nehmen wir mal mit. Ah, ich habe ja keinen Platz mehr, ne? Hm. Egal. So, hier unten müsste es gleich sein. Und ich glaube, da sehe ich es schon. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie solche Probleme, den Ofen am Anfang zu bauen. Tja, was soll ich sagen? So, Build and Craft. Was haben wir hier? Inventory, Build and Craft. Build and Craft, da haben wir hier. Na, ich habe jetzt das Brass, habe ich. Ich brauche Bronze. Ich habe auch kein Glas. Und Blei müssten wir haben. Sulfur bräuchte ich auch noch eins. Also Schwefel, ich brauche noch einen Schwefel. Ich brauche noch Blei, müssen wir mal gucken. Ich schaue mal hier rein. Das ist schon mal alles an netter Technik. Das können wir hier mit reintun. Das können wir auch mit reintun. So, was haben wir hier noch? Batterie. Das, was kaputt ist, das kann hier mit rein. Das kann hier mit rein. Das kann hier mit rein. Was haben wir noch? Das reicht erstmal. So, dann haben wir hier auf alle Fälle Stoffzeug. Das. Ich hau das mal hier mit rein, auch wenn das nicht unbedingt das Richtige ist. Denn ich habe das nämlich anders einsortiert, aber das ist kein Problem. Wir holen das zurück. Das müsste Alienhaut sein, jawohl. Das kommt auch woanders hin, das kommt auch woanders hin. Dann schauen wir mal hier rein. Jawohl. Da haben wir auf alle Fälle... Ich muss auch mal was davon behalten, denn ansonsten haben wir nämlich wieder mal nichts. Aber hier, das Wasser können wir reintun auf jeden Fall. Das nicht, das nicht, das nicht. Das Fleisch können wir reintun, jawohl. Okay. Ich glaube, wir hätten hier noch was reintun können, oder? Hier unten. War noch zu viel, was wir nicht gemacht haben. Hier und hier. Jetzt. Okay, was haben wir ganz oben? Bisschen einsortieren muss auch sein. Ihr wisst ja, das gehört dazu. Dann ein bisschen davon, ein bisschen davon. Das können wir auch mit reintun. Alienhaut. Oh, doch, das können wir hier mit reintun. Bum, bum, bum. Was haben wir hier unten noch? Das. Das ist alles nix. Holz. Und das war's hier auch schon. Dann können wir mal hier rüber gehen. So. Was haben wir hier? Auf alle Fälle Steine, Kupfer. Was ist denn das Schönes? Aluminium. Irgendwo müssen wir hier Blei haben. Was ist denn hier? Blei. Hier ist Blei. Vier Stück. Wow, es fehlt's wieder. So, das können wir mit rein. Das, 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 das. Sehr gut. Naja, wird's ja langsam, oder? Ich stelle das mal hier ein Stück hoch. Weiter unten haben wir nichts. Okay, dann gehen wir hier zum zweiten Fach. Da müssten jetzt die Barren sein. Ja, auf alle Fälle jetzt Duralumin, Duralumin, Duralumin und Brass. Duralumin haben wir schon, ne? Was haben wir hier? Zamak und Magnalium. Gunmetal. Das sind alles sehr schöne Namen. Keiner weiß, was es bedeutet. Okay, dann hier davon was rein. Ich tue davon was rein. Hier unten haben wir jetzt nichts mehr. Das kommt mal ein Stück höher. So, und das ist auch gut. Okay, das bringt uns Wasser und Essen, aber kostet uns eben zwei Leben. Hm. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber auch nicht so schlimm. Wie sieht es denn mit unseren Werten aus? Müssen wir was trinken? Nutrition und Hydration. Ja, könnte man machen. Wie spät haben wir es? Wir haben es, nee, jetzt schlafen würde sich nicht mehr lohnen. Da sind wir morgen früh wieder im Hellen. Ich schau mal, ob wir hier was reintun können. Brass und... Okay, also wir müssen erstmal hier ein bisschen Fuel reintun. Wo habe ich denn das? Wo habe ich denn das hingetan? Hier ist nichts. Habe ich das alles schon wieder vermehrt? Wahnsinn. Aber das können wir mal... Ne, das war es nicht. Hier. Hier haben wir doch was. Das ist doch pflanzliches Zeug, ne? Ah, das bringt was zu essen? Ehrlich? Ah, das kann man zum Kochen nehmen. Okay. Das kann man so essen. Und das
Kann man auch so essen. Aha, wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Nun ja. Aber hier unten hatte ich, glaube ich, noch was, ne? Hier, Fleisch. Jawohl. Das tue ich mal splitten. Wo ist es denn? Kann ich das gar nicht splitten? Add to Backpack. Kann ich das hier splitten? Jetzt, ja. Und nochmal. So. Gut. Dann kommt das hier hin. Das kommt da hin. Gut, so können wir es lassen. Okay. Jetzt brauche ich trotzdem noch diese... Habe ich die alle vermehrt? Ich habe die doch mitgebracht. Hier sind sie doch. Genau. Und ich hatte doch hier irgendwie noch das mit den anderen gemacht. Wo war das? Hier unten, ne? Oder? Ne, das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Das auch nicht. Hier ist es. Das können wir nämlich hier mit reinmehren. Genau. Dann haben wir nämlich hier oben noch was frei. Sehr gut. Und hier ist es, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wenn ich es nur schon hätte, ne? So, hier. 1, 2 und 3. Jawohl. Sehr gut. Haben wir noch was? Ne, jetzt sind wir leer. Gut, dann würden wir uns mal was zu essen machen. Kupfer und Zink, da können wir Bras draus machen. Also Messing, Duralium. Hier können wir auf alle Fälle Essen machen. Aber musste man das nicht irgendwie auffüllen? Wo war denn das? Gab es denn nicht irgendwie einen Button, wie ich das Gerät auffüllen konnte an Brennmaterial? Wahnsinn, Fuel, hier steht's doch. Aber gib mir es doch mal bitte. Upgrade will ich nicht. Crafting will ich. Take all. Wieso komme ich hier nicht in das Fuel-Menü? Verstehe ich nicht ganz. Muss ich hier rumgehen? Hier hinten, okay. So war's. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, tut mir leid. Dann haben wir das jetzt. Okay, wir haben das reingetan. Schöne Sache. Und jetzt machen wir uns mal ein bisschen was zu essen hier. Und machst du das? Ich verstehe das nicht, warum das jetzt nicht will. Empty, ist doch nicht empty. Wir haben da was reingetan. Hallo. Ach so, Add Fuel. Alles klar. Okay. Nun ja, jetzt. Gut. Na, man muss sich erstmal rantasten. So, da haben wir hier die 10 Stück gemacht. Das war jetzt. Kann auf Land gefunden werden. What can be used for crafting and cooking? Used for crafting and cooking. Okay. Können wir gerade momentan nichts machen. Dann mache ich hier einfach nochmal 10 Stück. Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir was zu essen. Ich muss mal irgendwann mal merken, wo das ganze Zeug drin ist. Ja. Okay. Das können wir erstmal hier so zurücktun. Sehr schön. Ich würde es gerne mal tauschen. Das tun wir hier hin. Das tun wir hier hin, da hin. Und das dorthin. Sehr gut. Dann das Fleisch können wir zurücktun. Das vielleicht hier hin. Und das können wir auch zum Kochen nehmen. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Okay, wir machen weiter. Es ist schon wieder hell geworden. Wir haben es, wie spät haben wir es? 3 Uhr und ein paar zerquetschte. Und ich schaue als erstes mal auf die Karte, wo wir lang müssen. Ich würde nämlich gerne hier rüber. Und zwar, wir haben hier den Höhleneingang. Ich glaube, da waren wir schon drin. Dann haben wir hier die Gamma-Mine. Da sind wir schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Und wir haben hier, wie gesagt, wir haben hier, das will ich nicht, will das nicht. Fabrications, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo sind wir? Wir sind hier oben, genau. Wir waren hier im Süden, wie gesagt, hier gibt es ein metallisches Objekt
Und hier unten gibt es metallische Objekte. Und das heißt, ich würde sagen, wir müssen... Oh, wir können den Marker setzen. Sehen wir den? Wo ist denn der Marker? Da ist der Marker. Okay, dann geht's los. Dann machen wir das so. Ja, Nutrition, wir müssten was essen. Das machen wir auch gleich mal. Und ich probiere gleich mal hier das Fleisch aus. Und ja, geht so. Ne? Geht so. Erstmal so auf, da ist es alle. Auch nicht schlecht. Hat wirklich viel gebracht. Und wir trinken noch einen Schluck. Wenn wir schon dabei sind, trinken wir noch einen Schluck. So, dann ist das erstmal mehr oder weniger erledigt. Wunderbar. Ja, die blauen sollten wir vielleicht nicht ganz so oft essen. Eher die roten. Das sind so unsere Früchte. Aber wir brauchen die blauen eben auch für Verbände und ähnliches. Und ich möchte trotzdem hier, wenn wir schon hier unterwegs sind, es mitnehmen. Weil manchmal ist ja, wie gesagt, hier doch ein schönes Mineral drin. Nicht bloß Stein. Seht ihr? Und da haben wir schon wieder ein Gold. Was ist das Schönes? Iron. Können wir nicht. Wir haben keine... Unser Werkzeug hat leider nicht die Härte dafür. Schade. Aber ist so. So, wir nehmen was mit an Brennmaterial. Sehr gut. Dann können wir wieder was in den Ofen tun. Okay, mein Ziel ist jetzt noch, dass wir noch das Ziel erreichen, dass wir nochmal in den, dass wir uns das Objekt anschauen. Und ich hoffe, dass wir dort vielleicht nochmal eine Kiste oder ähnliches finden, dass wir da, ein schönes Metall oder irgendwas noch finden. Hier ein Barren. Ich brauche von diesen Zeug, brauche ich, was ist denn das hier? Tungsten. Oh. Das ist ja nett. Und ihr seht, die Welt hat schon was für sich, aber sie ist eben auch nicht, ja, dass sie Fehler verzeiht, sagen wir es mal so, ne? Ist schon... Oh, haben wir wieder so ein Flüssigkarbon. So ein Kohlenstoffsee, wie wir es schon mal hatten. Ja, Hydrocarbon Solution, also das ist Kohlenstoff, flüssiger Kohlenstoff. So, und ich würde mal sagen, ich tue mir mal hier im Inventar, wir tun das mal irgendwo mit hier oben hin. Die Steine, die tun wir mal runter. Die brauche ich jetzt nicht. Ich würde hier zwei davon machen. Was haben wir da? Fluorin, okay. Sehr schön. Dann einmal tauschen. Wunderbar. Bam, bam, bam. Hammer. So. Ja, dann müssen wir mal irgendwann wieder neue Kanister uns mitnehmen. Wir schauen mal hier, was wir hier so Schönes haben. Ja, viel gibt es hier nicht zu sehen. Und was ist das hier? Chromium. Oh, Chrom. Wow. Chrom ist nicht schlecht. So, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang, aber ich würde gerne hier hochgehen. Ich würde gerne mal hier nach dem Rechten schauen. Da ist nichts. Okay. So, unser Weg führt uns da lang. Ich gehe hier links durch die... Naja. Was auch immer das hier ist. Versteinerte Knochen oder was? So. Sehr schön. Okay. Sehen tue ich hier nichts. Da hinten vielleicht. Schwer zu auszumachen. Müssen wir ganz kurz schauen. Haben wir nicht dabei groß, oder? Doch. Ich nehme es einfach mal mit. Wenn wir schon hier sind. Soldergeiz. Jetzt. Oh, eine schöne Krabbe, ja? Wechseln wir mal die Waffe vielleicht. Und eine große Krabbe. Große Krabben sind immer bescheiden. Das ist nicht gut. Große Krabben sind nicht gut. Und wir sind dran vorbeigerannt, habe ich den Eindruck. Ja, sind wir.
Sehr schön. Da ist ein Höhleneingang. Was ist das hier? Oh, Zink. Kann man abbauen, ja. Ja, dann kloppt man den doch weg hier. Ja. Na, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das so, ne? Okay, haben wir erledigt. Wie sieht's aus mit unserer Gesundheit? Ja, ich gehe mal davon aus, die kommt von alleine wieder ein bisschen hoch. Aber da haben wir noch einen grünen Abschluss. Aber ganz weg ist er nicht, ne? Können wir hier noch was machen? Nee. Weil manchmal muss man ja die Extremitäten, den Körper da draufhauen, dass wir da zu Potte kommen, sag ich mal. Der Eingang ist aber, glaube ich, nicht verzeichnet hier, oder? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Gammamine, doch, ist verzeichnet. Wir werfen mal einen Blick rein, ne? Haben wir hier Kisten? Auch keine Kisten. Also ich weiß nicht, ob die das geändert haben oder ob es hier keine Kisten mehr gibt. Dass wir hier genau an den falschen Eingängen sind. Ja, möchte ich jetzt nicht. Ich hätte gerne Kisten. So, und irgendwie sind wir hier dran vorbeigerannt. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Warum sind wir an der Struktur vorbeigerannt? Oh, blöd. Die Struktur ist dort. Verstehe ich nicht ganz. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe es ein bisschen auf leicht gestellt, dass wir ein bisschen vorankommen. Dass wir was zeigen können. Struktur, soll das die Struktur sein hier? Hm. War nicht so toll, oder? Ja, das ist die Struktur. Hm. Hm. Gut, dann einmal darauf. Gut, die Struktur haben wir. Und dann hätten wir hier die nächste. Das müsste dann der Weg sein, genau. Ja, und ich denke, wir sind schon wieder an der Zeit weit fortgeschritten. Ist ein bisschen eine mühselige Sache. Und ich würde sagen, weiter geht's immer in der nächsten Folge. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Däumchen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und auf bald.